Ich bin hier in den heiligen Hallen von Porsche im geheimen Fahrzeuglager des Museums. Und das ist natürlich auf diesen Abdeckungen zu sehen. Einmal der Schriftzug klar und dass hier ein Elfer drunter steckt. Das sieht man natürlich an diesen Kotflügelwölbungen. Hier ist es ein 996 Turbo. Gut zu erkennen an den Scheinwerfern. Und was es noch so zu sehen gibt, das zeigen wir euch. Kommt mal mit. Hier stehen ganz unauffällig eingeparkt Besonderheiten wie dieser 964. Das ist ein Leichtbau mit Allradantrieb. Also Saugmotor, Allradantrieb, damals für Rallyes gebaut. Nur 20 Stück gab es überhaupt. Erkennt man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht, außer vielleicht an diesen kleinen Außenspiegeln. Manche Autos hier, die sind auch durch prominente Vorbesitzer bekannt. Wie zum Beispiel dieser 930, der 911 Turbo, den Ferry Porsche fuhr. Es gibt noch einen Auto aus berühmtem Vorbesitz, das ist der Panamera von Udo Lindenberg. Der steht ebenfalls hier. Und den hier, den kennt man natürlich auch über James Dean. Diese beiden Autos hier haben auf den ersten Blick überhaupt gar nichts miteinander zu tun. Das hier ist ein 124er Mercedes, bei dem im Zusammenhang mit Porsche natürlich jeder sofort an den 500e denkt. Das hier ist auch ein 124er mit V8 Motor. Der hätte allerdings in diesen Viertürer, in den 989 reingesollt. Das Video zur Geschichte dieses 124er Coupés mit V8-Motor findet ihr bei uns auf der Seite. Das hier ist kein Porsche, zumindest kein reinrassiger. Es steht sogar drauf, dass Porsche damals diesen RS2 mitentwickelt und auch gebaut hat. Nur wenige sind entstanden. 315 PS hat dieser Kombi, was damals echt für rasante Fahrleistungen gesorgt hat. 262 km/h Spitze und man sieht es dem Auto an einigen Details auch an, wie zum Beispiel den Blinkern, den Spiegeln und den Rädern, die ebenfalls von Porsche stammen. Die Heiligen Hallen haben natürlich auch eine Funktion für Porsche. Sie sind ein Teil des Firmenarchivs. Und dazu gehören natürlich auch Holzmodelle wie dieses hier in Form eines 356. Und zur Firmengeschichte von Porsche gehören selbstverständlich auch Rennwagen. Einige stehen hier in den Holzkisten hinter mir. Hier in der Einfahrt steht die ganze Langstrecken-Rennsport-Historie. Hier 911, 997 RSR, ein 911 GT1, ein aktueller 935 und ja, so viel anderes noch, mit dem Porsche über die ganzen Jahre immer wieder Motorsport betrieben hat. Hier bin ich jetzt mitten im Markenkern von Porsche. Rechts die 356er, links die 911er. Hier haben wir zwei 356 Speedster, hier ein 911 Speedster, 911 Targa, 911 Cabrio stehen hier auch. Hier kann man sich Farbe und Modell fast aussuchen. Allerdings schafft es Porsche natürlich nicht, bei der zuletzt sehr stark gewachsenen Modellvielfalt von jedem Modell eins zur Seite zu stellen. Porsche hat natürlich auch immer wieder Mittelmotorsportwagen gebaut, wie zum Beispiel den 550 Spider, den wir eben hatten. Oder auch hier den 914. Einmal in der Variante mit Sechszylindermotor und einmal in der Variante als VW Porsche mit dem Boxermotor aus dem VW 411. Dieser 911 GTS, dessen Lachs sich jetzt gerade so schön mit meiner roten Jacke beißt, ist natürlich nicht irgendein GTS, sondern es ist die Nummer 1, also der erste jemals gebaute. Hier steht übrigens auch der erste überhaupt jemals gebaute Taycan. Solche Stücke versucht Porsche, sich in seiner Sammlung immer so ein bisschen zu sichern und aufzuheben. Hier stehen übrigens noch mehr besondere 911er, wie zum Beispiel dieser hier. Das ist der millionste je gebaute 911. Das ist ein Sondermodell mit Pepita-Sitzen und grünem Lack, gibt es eben so nur einmal. Das hier ist natürlich die Ecke, in der die Fanboys und Sportfahrer feuchte Augen kriegen. Hier ein 911R, handgeschaltet. Und jetzt bitte nicht über das amethystfarbene 964 Cabrio stolpern. Da sieht man nämlich, wie eng das hier ist. Porsche geht so langsam der Platz aus hier in den Heiligen Hallen. Hier geht es weiter. GT2 RS und ja, hier nochmal ein Boxster dazwischen, der jetzt frisch reingekommen ist. Und die ganze Farbpalette hier sieht man natürlich auch so ein bisschen, plus eben diverse Generationen GT3, GT2, RS-Modelle. So, hier haben wir einen GT3 RS 996 von derselben Baureihe, den GT2. Alle Baureihen in allen Eskalationsstufen. Und hier in der Ecke steht übrigens ganz unauffällig noch dazwischen ein 959, heute ungefähr 1 Million Euro wert. Hier in diesem Teil der Halle stehen einige Prototypen und Einzelstücke, wie zum Beispiel dieses 928 Cabrio, das nie in Serie ging. Genauso wie dieser 928 in Schlumpfblau hinter mir mit dieser Lufthutze auf der Haube. Der hat einen Motor aus dem 944 Turbo unter der Haube. Also ein Vierzylinder Turbo, damals schon ein frühes Downsizing-Projekt mit ungefähr 250 PS
in etwa so stark wie der erste 928, der 240 PS hatte. Hier steht übrigens noch ein 928, der nicht in Serie ging. Schon vor dem Panamera hat Porsche über Viertürer nachgedacht. Wir hatten ja eben schon den 989. Das hier ist ein weiterer Versuch und auch eine weitere Karosserievariante vom 928, die angedacht war. Mit verlängertem Dach, längerem Radstand, zwei elektrisch einstellbaren Einzelsitzen hinten. Und das ist das Besondere, die Tür hier, die ist gegenläufig angeschlagen. Hier stehen diverse Varianten des 924, 944 und 968. Angefangen mit diesem weißen Prototypen, der einen Audi 5-Zylinder unter der Haube hat. Über die schärfste Variante des 924, ein Carrera GT. Ein super seltenes 944 Turbo Cabrio und nochmal ein 924 Motor Prototyp. Der hat nämlich entsprechend passend zu dieser Back-to-Future-Optik den PRV Peugeot Renault Volvo V6 unter der Haube. Und hier haben wir noch mal einen Targa. Das hier ist ein 968 Clubsport Cabrio. Den gab es nur einmal. Clubsport war die günstigere Leichtbauversion vom 968, das es natürlich nur als Coupé gab. Und eben dieses eine Mal auch als Cabrio. Das hier ist kein wild getunter 928, sondern ein Auto zum Ermitteln von Reifenabrollgeräuschen. Deshalb ist nämlich dieser Auspuff so konstruiert, dass er möglichst wenig Geräusch macht und die Reifenabrollgeräusche möglichst genau gemessen werden können. Das hier ist übrigens ein Radsatz von einem Porsche 991, was zeigt, dass dieses Auto bis vor kurzem noch im Einsatz war. Hier in einer Ecke zwischen Cayennes und Hardtops steht dieses Motorrad und dahinter steckt eine ganz coole Geschichte. Da hatte nämlich ein Porsche-Mitarbeiter einen Motor von einem 356 in ein Motorrad eingebaut und das war noch nicht alles. Er hat es geschafft, dass er dieses Motorrad gegen einen 924 eingetauscht hat. Zwei ganz besondere 911 wollte ich euch noch zeigen. Das hier hinter mir ist ein auf den ersten Blick ganz unauffälliger 997 in Grau-Metallic. Die Karosserie allerdings besteht aus Aluminium. Dazu gibt es auch noch einen 991 Turbo-Prototyp mit vier Auspuffrohren und vier Turboladern. Diesen Opel Blitz im Hintergrund, den setzt Porsche bei Veranstaltungen ein. Damit sie schneller hinkommen, hat das Ding ein Chevy V8. Allerdings so richtig schnell ist der auch nicht. Im Gegensatz zu diesen 918 hier, die hier in einer unfassbaren Anzahl stehen. In mehr als ein halbes Dutzend Martini, schlichtes Weiß. Und mit dieser grandiosen Sammlung an Supersportwagen endet dieses Video aus den heiligen Hallen von Porsche.